Ach ja, die Liebe ist doch eigentlich was Schönes, oder? Wenn sich zwei Personen oder drei oder auch vier, fünf, sechs, keine Ahnung, ineinander verlieben und zusammen eine wunderbare Zeit verbringen. Aber manchmal artet das auch ganz schnell aus und geht in eine komplett abgedriftete Richtung. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal ein paar Pärchen an, die, naja, ein bisschen anders sind als normale Pärchen. Hier sind wirklich ein paar Sachen dabei, da cringe ich mich echt rein in den Boden und will am besten dort auch erstmal bleiben für die nächsten 20 Jahre. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt auch schon mal ein paar so cringy Beziehungs-TikToks, Couple-TikToks, dies, das gesehen, aber habt ihr auch schon mal sowas hier gesehen? Please don't leave, Daddy. Oh, Princess, I would never leave you, but Daddy has to go. Hat sie da gerade miaut oder geschnurrt? Du bist keine Katze, das kann ich dir schon mal sagen, auch wenn du dir da versucht hast, eine süße Stupsnase aufzumalen. Ja, also, wieso postet man sowas? Wenn du ein Couple-TikTok posten willst, dann nimm doch was Normales und nicht eins, wo sie sagt: Daddy, bitte geh nicht. Oh Gott, verzeiht mir bitte, dass ich das gerade gemacht habe, okay? Vergesst das. Lass uns das alle kurz wieder vergessen. Was ging in den beiden ihren Köpfen vor, dass sie auf diese Idee kommen? Ich frag das, aber ich will eigentlich nicht die Antwort darauf wissen. So, da geht bestimmt einige andere Scheiße noch in diesen Köpfen vor. Bin ich der Einzige, der dieses Video riechen kann? Nichts Persönliches gegen die zwei süßen Kätzchen hier, aber ich weiß einfach, dass die Wohnung stinken muss. Alleine wenn ich die Haare sehe. Bro, wie lang ist deine letzte Dusche her? Ich könnte mir das Fett von den Dingern abziehen, in meine Pfanne klatschen und dann meine Spiegeleier braten. Die nehmen das Katzending bisschen zu ernst. Die sind nämlich auch wasserscheu. Versuch ihr mal klarzumachen, dass sie bitte duschen soll. Naja, wie auch immer. Das nächste Pärchen nennt sich selber Alpha Familia. Keine Ahnung, was das ist oder was das bedeutet, aber der Typ hier ist angeblich der Alpha. Der Giga-Chat, der Mann in der Beziehung, der alles im Griff hat. Und sie hier, ja, sie hat wohl mit die nervigste Stimme, die ich jemals gehört habe. While we've been together, have you found any girl pretty? Mhm. Definitely. You cheated on me! Ich hab's doch gesagt. Hab ich zu viel versprochen? Diese Stimme gibt mir, wenn ich länger zuhöre, wahrscheinlich direkt meinen ersten Tinnitus in den 20ern. Wie erkläre ich das bitte meinem Ohrenarzt, wenn er mich fragt, ob ich weiß, wann das passiert sein könnte, dass mir die Trommelfelder geplatzt sind? Naja, also ich habe da so einen TikTok gesehen. Was der Sinn bei dem TikTok ist, auch keine Ahnung. Sie hat ihn irgendwie gefragt, ob er schon mal andere Mädchen schön fand. Er meinte, ja. Und daraufhin, sie bekommt den kompletten Crash-Out. It's nothing to be scared of. Your stepbro loves you. I'm here. Okay. I'm here, okay? Good thing we're family related. Okay, ich will dieses Video hier am liebsten schon wieder beenden. Was für dein Stepbro ist immer für dich da? Und was für zum Glück sind wir Family? Hä? Alles daran ist einfach falsch und cringet mich unglaublich weg. In welcher kranke Welt tauchen wir hier gerade schon wieder ein? Du denkst, du kannst meine Gefühle verletzen? Der Alpha wird dich verletzen, wenn du das machst. Heilige Scheiße. Damn, der Bruder wird kurz zu Mike Tyson. Wärst du ein bisschen früher geboren worden, ich sag, du hättest Mike Tyson Prime damals erste Runde direkt Knockout geschickt. Kein Spaß jetzt, ich will mich ja nicht mit dir anlegen, ich habe Angst vor diesen zwei Fäusten. Keine Sorge, ich werde auf keinen Fall versuchen, jemals irgendwie die Gefühle deiner Frau oder Stiefschwester zu verletzen. Weil ich möchte ja kein Beef und ich möchte auch nicht im Krankenhaus aufwachen, nachdem du so mit mir umgehst. Ich meine, schaut euch diese Maschine mal an. Ich habe kein Wort verstanden. Kannst du bitte damit aufhören, in dieser unangenehmen hohen Stimme zu reden und anfangen, dich wie ein normaler Mensch zu verhalten? Was mache ich eigentlich schon wieder mit meinem Leben? Ich sitze hier und schaue mir gerade irgendein Brainrot-Stiefbruder-Stiefschwester-Couple-Content an. Ich habe mir meinen Samstagnachmittag anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Peter Pan, where are your wings? Okay, what the f*** ist das für eine Lache? Man sollte eigentlich ganz andere Dinge hier hinterfragen, aber Junge, was war das? Die ist kurz einfach zu einem Delfin geworden. Wäre das meine Freundin, ich hätte gar keinen Bock, irgendwas Lustiges zu erzählen, weil ich dann auf die Gefahr hinlaufe, dass mir alle Fensterscheiben in der Wohnung zerspringen. Das hört sich genauso an wie das hier. Ich schwöre, kein Unterschied. Oh.
Die beiden sind wahrscheinlich wirklich am Fliegen, aber nicht wegen dem Peter Pan Cosplay, sondern weil die sich irgendwelche Drogen reinballern. Nüchtern kommt man doch niemals auf so einen Film. Die müssen was geschmissen haben und stecken jetzt fest in der Psychose. Wisch den Kuss von deiner Freundin ab und guck auf ihre Reaktion. Ja, ich weiß jetzt schon, dass das ein Prank auf Prank Pros Level wird. Gib mir einen Kiss. Give me another kiss. Bro, das ist deine Stiefschwester. Deine Stiefschwester. Was sagen eure Eltern dazu, wenn die überhaupt noch Kontakt mit euch haben? You're wiping my kisses off. You don't like my kisses? Oh my god, why did you wipe me? Ja, normal wischt er die Küsse ab. Das ist auch bis jetzt das Einzige, was irgendwie Sinn macht. Ihr solltet vielleicht damit einfach weitermachen, okay? Ihr solltet euch vielleicht einfach nicht küssen. Das ist schon wieder geisteskrank. Wo bin ich falsch abgebogen, dass mir sowas vorgeschlagen wurde? Will mir TikTok irgendwie was damit sagen? Wissen die, dass ich keine Freundin habe? Und wollen mir jetzt so richtig reindrücken? Hahaha, sogar die zwei Abgef***ten hier haben mehr Spaß als du. Ja... Da kann ich nur sagen, hat auf jeden Fall funktioniert. Yo, du bist der Alpha. Natürlich bist du der Alpha. Wer auch sonst? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie ist es nicht so Alpha, wenn man keine Freundin findet. Warum auch immer. Und sich dann einfach seine Stiefschwester krallt, weil man sonst bei jeder anderen verkackt hat. Ja, Mann. Richtiges Alpha-Verhalten. Du bist 100% Mann. Bro hat diesen Saarland-Riss studiert. Aber ey... Wenn ihr beiden Spaß habt, so gönnt euch. Aber bitte hört auf, diese TikToks zu posten und damit Menschen wie mich in eine Trance zu schicken für mehrere Stunden, weil mein Gehirn es einfach nicht verarbeiten kann und deswegen in den Standby-Modus wechselt. Wenn ihr uns diesen Gefallen tun könntet, wäre ich sehr froh darüber. Ja, das nächste Pärchen ist ein deutsches Pärchen. Hey, wir haben es auch mal geschafft. Ich habe ja am Anfang dieses Videos schon mal kurz angeteasert, dass es natürlich auch Beziehungen gibt mit mehr als zwei Personen. Guten Morgen, Siggi. Guten mein Morgen, Lieblingsmensch. Siggi. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, hab ich. Okay, was zur Hölle passiert hier? Auf dieses TikTok war ich nicht vorbereitet. Da liegt irgendein Günther Hans Joachim im Bett mit zwei Roboterpuppen. Und die sprechen sogar. Der Kommentar von Ton verändert unter dem Video sagt eigentlich schon alles aus. Ja, das ist richtig krank. Und wieso müssen es wieder die Deutschen sein, die es einfach übertreiben? Schließlich liegst du ja neben mir. Ja. Warum kriegen solche Typen immer so geile Weiber? Jedem das Seine, aber ich finde das jetzt nicht so romantisch, mit ihr hier oder dem Ding hier im Bett zu liegen. Man bekommt doch Herzinfarkt, wenn man in der Nacht aufwacht, vergessen hat, dass die da drin liegt und dann in diese Augen schaut. Ich würde Backflip aus dem Bett machen und dann drauf einschlagen, weil ich mir denke, bei mir wird eingebrochen. Und was der hier mit denen in der Nacht macht, das will ich gar nicht wissen. Bro, du bist krank. Such dir Hilfe. Steck das Geld, was du für die zwei Puppen investiert hast, lieber in einen vernünftigen Therapeuten, der dir da raushilft. Ich mein's ernst. Okay, das nächste Pärchen habt ihr bestimmt schon mal gesehen in einem Video von mir. Denn die beiden haben wirklich den verrücktesten Altersunterschied. Lebt die gute Frau noch? Und wieso streichelt er ihren Bauch so sassy? Come on. Ich hoffe wenigstens, dass hier ist jetzt kein Sweet Home Alabama oder so. Baby? Die zwei wollen ein Kind? Also ich möchte niemanden angreifen oder so, aber mal unter uns. Geht das überhaupt noch bei ihr? Ist es überhaupt noch in den Rahmen der Möglichkeiten, dass sie ein Kind bekommt? I doubt it. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die beiden hier trollen für Klicks und Likes. Das wäre ja auch kein Wunder mehr heutzutage. Man muss alles hinterfragen, ob es nicht vielleicht gefaked ist für ein paar Likes auf Social Media. Sie ist wahrscheinlich 70 oder so und der Typ maximal 27. Oh, komm schon, das könnte deine Mutter sein. Nein, das könnte deine Oma sein. Könnte, okay? Könnte. Ich hoffe, es ist nicht wirklich so. Wenn sie dir heute Abend keine Katze gönnt. Heart been broke so many times, I don't know what to believe. Mama said it's my fault. Oh nein, der Bruder wird horny abends im Bett und sie hat keine Lust. Ich will darüber eigentlich gar nicht so lange nachdenken, wie das dann da abläuft oder so. Lil Bro will unbedingt dippen. Der Preis ist ihm egal. Hauptsache dippen in eine Frau.
Na gut, jeder wie er will, aber ich wäre safe nicht angetörnt von einer Frau, die im Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Nichts gegen die gute Dame und ihr Alter, es geht einfach nur um diesen einen Aspekt, so von einer Beziehung, von Liebe, von, ihr wisst schon, so, da halte ich definitiv Abstand. Mama said it's my fault, it's my fault, I wear my heart on my sleeve. Aber wie es aussieht, der hier hat Bock. Der hat richtig Bock auf die. Er will unbedingt die Katze heute Nacht aus dem Sack lassen. Oh Gott. Oh, diese Oma- und Enkelverbindung. Moment mal. Was? Was? Okay, Leute, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das war zum Glück. God bless. Puh. Ich dachte schon gerade wirklich. Das war zum Glück nur ein Kommentar, den sie bekommen haben, worauf sie so geantwortet haben. Glück gehabt. Aber ich meine, wenn die Leute sowas kommentieren, das ist schon zu Recht. Die haben da schon recht. Ihr seht halt aus wie Oma und ihr Enkel. Okay, wow. Der Clip hier geht noch ein bisschen weiter, aber ich muss das definitiv rausschneiden. Das kann ich nicht zeigen, ansonsten wird das Video gelöscht. Ich kann es euch mal so ungefähr zusammenfassen, was danach passiert ist. Der hat einfach ihr gesamtes Gesicht danach abgeleckt. Kein Spaß. Von unten nach oben, links nach rechts, die ganze Palette. Einmal drunter und drüber, alles mitgenommen. Der hat die behandelt, als wäre sie ein Mac-Menü. Der wollte die aufessen. Das ist halt echt schon wieder geisteskrank. Das muss doch illegal sein als Gefährdung der Gesellschaft. Oder zumindest muss da irgendeine Triggerwarnung davor. Wer hat bitte Bock, so mitten beim Swipen zwischen lustigen Memes und interessanten Videos auf einmal die zwei zu sehen, wie er ihr gesamtes Gesicht ableckt? Und das soll schon was heißen, wenn ich das aus meinen Videos rausschneide. Ich zeige ja eigentlich immer den krankesten Sch**, aber das war sogar eine Stufe zu krank für ein Bennert-Video. Die TikTok-Kommentare gefallen mir heute ausnahmsweise. Das ist einfach die Wahrheit. Tut doch nicht so, als wäre es nicht so. Ihr seid einfach 1:1 die Kopie. Als hätte jemand Copy und Paste gemacht. Also das Ganze hier war mal wieder ein gelungener Angriff auf unsere Gehirnzellen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, Glückwunsch oder so. Sagt mal ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare. Lieber das ganze Leben Single oder das ganze Leben mit ihr hier verbringen? Wenn ihr auch endlich raus wollt aus der verzweifelten Lage, keine Freundin zu finden oder keinen Freund, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen unglaublich gut aussehenden jungen Mann hier. Peace!